Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Ein toller, nebliger Herbsttag. Toll in Anführungszeichen, aber soll's, es ist nun so. Und genau heute, wo ich Zeit habe, um ein Video zu machen, ist es nicht sonnig. Es war gestern Nachmittag sonnig, morgen wird es sicher sonnig sein, aber genau heute nicht. Aber was soll's. Gut, nichtsdestotrotz, ich möchte euch kurz nur diese Tasche vorstellen, da hier zeigen. Die habe ich mir neu gegönnt. Und warum diese Tasche? Ich wollte so eine Tasche in der Tasche dann, also im Rucksack quasi. Passt natürlich. Nein, ich wollte so eine Tasche, wo ich im Prinzip gut befüllen kann, wo ich mich so ein wenig organisieren kann. Und was drin ist, das zeige ich euch jetzt. Diese Tasche habe ich bestellt, ja, bei Temu, wo sonst. Ich kenne diese Marke nicht. Da hier ist so eine, ja, es ist eine Nylon-Tasche da hier mit Doppelwegreißverschluss. Hat hier so einen Traggriff, hat hier auch noch einen Traggriff. Also eine einfache Tasche. Mit dem Inhalt, wo ich sage, was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Das variiert im Prinzip immer. Jetzt will ich heute draußen einen Tee machen. Somit habe ich hier natürlich auch alles dabei, um mir einen Tee oder einen Kaffee zu kochen. Sprich einen Teekessel, Becher, ein Tuch, Gaskartusche und hier drin ist noch der Gaskocher und Windschutz. Hier habe ich einen Teebeutel drin. Da hat es noch so ein Netz. Also diese Tasche ist im Prinzip ganz einfach aufgebaut, ohne irgendwelche großen Schnickschnack. Also wirklich nur eine Tasche. Das Gute ist, man kann sie von oben befüllen und dann quasi mit dem Reißverschluss schließen und hat seine Sachen schön organisiert. Ich war ein bisschen erstaunt vom Gewicht, vom Gefühl her, also jetzt ist sie natürlich bepackt, wenn sie leer ist, vom Gefühl her wiegt die nichts. Habe ich gedacht, ja, das ist jetzt wirklich kein Gewicht, aber habe sie trotzdem auf die Waage gesetzt und ein Leergewicht hat die von 180 Gramm. Kann ich sagen, schwer, nicht schwer. Ja, ich finde jetzt für mich, so wie ich meine Touren mache, ist 180 Gramm im Prinzip nicht so viel. Gut, mache ich mir dann natürlich jetzt, packe ich alles aus, werde mir an, ich mache noch Tannennadeln rein zum Teebeutel zusätzlich, gehe ich noch kurz holen und dann mache ich mir gemütlich einen Tee. Viel brauche ich nicht, das reicht mir schon. Windschutz wäre hier nicht zwingend nötig, aber wenn wir ihn schon haben, dann benutze ich ihn auch. Den schon rein. Und dann nur noch warten.
Das ging jetzt so schnell mit dem Wasser kochen, da wurde nicht einmal hier der Deckel heiß. Das ging zu schnell. War noch viel Wasser drin, aber spielt keine Rolle. Gut, kurz noch einmal zu der Tasche. Wenn sie zusammengepackt, wenn sie leer ist, kann man sie relativ dünn zusammendrücken, sage ich mal. Die wird relativ flach. Was man nicht kann, ist, es hat hier so eine Versteifung drin, also so ein Plastik oder ein Karton. Ich kann das nicht genau beurteilen, was es ist. Ich vermute, so ein dünnes Plastik ist da drin, Boden auch. Von dem her kann man die im Prinzip nur so flach machen und nicht noch zusammenklappen oder einmal zusammenklappen und dann hat man halt hier einen Knick drin, aber das will man ja nicht unbedingt. Ja, man dürfte fast sagen, leicht gepolstert ist sie oder leicht isolierend, kann man sagen. Also wenn man da jetzt, ich würde sagen, es ist sogar leicht isolierend, das Ganze. Und wenn man da jetzt etwas Kaltes oder etwas Warmes, nicht heiß, Warmes einpacken würde, würde das ein wenig isolierend wirken, damit das nicht so schnell auskühlt oder sich aufwärmt. Ich denke da, wenn man ein bisschen Fleisch mitnehmen will und da vielleicht noch 2-3 Stunden unterwegs ist, dann kann man das gut hier hineinpacken und dann isoliert diese Tasche auch noch ein bisschen. Ja, sonst viel mehr gibt es nicht. Es ist einfach so eine Tasche. Die Maße sind, sind ca. 30 mal 12 mal 12. Also, ja, ich wollte sie eigentlich sogar ein wenig kleiner. Ich habe noch eine andere bestellt, die ist mir dann viel zu groß. Sie sah auf dem Bild etwas kleiner aus. Vielleicht so ein Drittel weg, dann wäre das ideal noch. Mal schauen, vielleicht finde ich noch so Taschen, die Größe dann so haben. Ich würde sagen, Tee ist jetzt so gut wie fertig. Das passt. Hat noch eine schöne Farbe. Sieht noch schön aus. Passt. Die Tischdecke ist jetzt fast überflüssig. Wenn man es sieht, ist es wirklich so. Ja, war hier war es im Topf war es ein wenig mehr ins Rote. Wir sind entschuldigt, Flieger kommt. Genau. Eine Tasse. Ja, Mann, ich muss das anders zeigen. So sieht man die Farbe etwas besser. Ja, jetzt ist hier ist es ziemlich dunkel, aber es war so ein schöner Rotton. Sieht fast aus wie Kaffee. Ich hoffe, der ist jetzt nicht noch zu heiß. Aber vermutlich nicht. Leute, genießt eure Zeit. Eine ganz tolle Mischung. Es ist wirklich ein Früchte. Ja, was ist das? Ein Relax-Tee. Aber es ist wie ein Früchtetee vom Geschmack her. Ein Relax-Tee, Früchtetee mit etwas Tannennadeln. Passt. Viel mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen.
auch nicht zu dieser Tasche da hier. Ja, ich glaube, ich werde das Video hier beenden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, für was diese Tasche noch alles benutzt werden kann. Also das gibt es für tonnenweise Sachen. Aber ob das sinnvoll ist, sowas oder nicht, wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Ich finde das noch cool, wenn man sich so organisieren kann. Alles schön drin, da kann man das wirklich auf den Tisch nehmen, alles auspacken, wieder verräumen und es ist immer Ordnung. Ja, gut, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und tschüss!